Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Gleich starten wir in das Video durch mit der Thematik, wie du aus der Freundschaftszone entkommst, beziehungsweise wie du gerade in Zukunft nicht wieder in die Freundschaftszone reinrutscht. Bevor wir in das Video durchstarten, ich habe ein gratis Live-Webinar für dich. Da habe ich jetzt gerade die Aufnahme von fertig gemacht. Und in diesem Live-Webinar erfährst du meine drei größten Geheimnisse, meine drei besten Tipps, wenn es um das Thema Flirten, Dating und allgemein Erfolg mit Frauen geht. Ja, eines dieser Geheimnisse habe ich bereits hier auf dem Channel schon mal verraten. Und wenn du wirklich fast alle meine Videos geguckt hast, dann kennst du wahrscheinlich auch ein zweites dieser Geheimnisse. Das heißt, hier in den ganzen Videos versteckt kannst du auch diese Geheimnisse finden. Ich habe sie aber auch in diesem Webinar einfach für dich zusammenkomprimiert. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Und du kannst dir das Ganze gratis angucken, kannst dich gratis anmelden. Ich habe dir den Link dafür hier in die Beschreibung gepackt. Und da kannst du auf den ersten Link klicken und kannst dich dort gratis anmelden. Und dann sehen wir uns im Webinar. Jetzt geht es aber los mit dem Video, und zwar mit der Thematik Freundschaftszone. Und das ist halt so eine Thematik, die immer wieder aufkommt, wo ich immer wieder Fragen zu bekommen, weil Männer einfach immer wieder in der Freundschaftszone landen. Und dazu musst du zuallererst mal verstehen, Schritt Nummer 1, was ist die Freundschaftszone und wie komme ich da rein? Ja, die Freundschaftszone bezeichnet einfach eine Beziehung zwischen dir und einer Frau, die rein freundschaftlich ist. Okay, das war's schon. Das ist Freundschaftszone. Eine weitere Definition dieses Freundschaftszonenproblems ist es, dass du eigentlich mehr willst von der Frau als Freundschaft. Somit hast du eine Freundschaft mit dieser Frau, aber willst eigentlich etwas anderes, und diese Distanz, diese Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was du willst, stellt in diesem Fall das Problem dar. Deswegen will man nicht in die Freundschaftszone, und deswegen kriege ich auch immer Nachrichten von Männern, wie man denn aus der Freundschaftszone wieder rauskommt. So, jetzt will ich dir erklären, wie du in die Freundschaftszone überhaupt reinkommst, und ich denke, dann klärt sich schon relativ viel und du wirst verstehen, wie du gerade in Zukunft da nicht mehr reinschlitterst. Und zwar ist es so, dass du in die Freundschaftszone kommst, wenn du deine Intentionen nicht klar ausdrückst. Das heißt, wenn du eine Frau kennenlernst und du traust dich nicht, ihr zu sagen, dass du sie gut findest, dass du sie treffen willst, dass du sie daten willst, du bist einfach nicht in der Lage, da eine klare Kommunikation an den Tag zu legen, dann kann die Frau denken, oh cool, mit dem ist es ganz cool, ich mag Zeit mit dem verbringen, aber von dem scheint nicht mehr zu kommen, das heißt, er will wohl nur Freundschaft. Das heißt, wenn ich viel Zeit mit einer Frau verbringe, aber niemals meinen Move mache und sie zum Beispiel berühre, mit ihr flirte, versuche sie zu küssen oder ähnliches, dann wird sie irgendwann davon ausgehen, er möchte anscheinend nur mit mir befreundet sein. Das heißt, du kommst in die Freundschaftszone, indem du nichts tust, indem du nicht das tust, was du eigentlich tun möchtest, nämlich der Frau näher zu kommen. Ja, das heißt, in die Freundschaftszone zu kommen, hat immer viel damit zu tun, dass du Angst hast, das zu tun, was du eigentlich willst. Und das ist ganz cool, denn ich arbeite gerade an einem Produkt, das dir da in Zukunft weiterhelfen kann. Wird ein cooler Kurs mit ganz vielen Übungen zum Thema Angst und angstfrei werden. Dazu aber in kommenden Videos mehr. Also die Grundlage ist meistens, du handelst aus Angst heraus und traust dich nicht wirklich, den Schritt zu gehen und dir das zu holen, was du eigentlich willst. Für viele Männer, und das kannst du mal bei dir selbst überprüfen, wenn du so ein Freundschaftszonenproblem hast, für viele Männer ist das so ein allgemeines Problem, dass sie allgemein im Leben sich nicht die Dinge holen, die sie haben wollen, sondern sich meistens eher zurückhalten oder es dann doch nicht machen oder es lieber nicht tun, weil sie Angst haben, dass was schief gehen könnte, weil sie Angst haben, dass sie dann die Frau verlieren und so weiter. Und eines der größten Probleme, das auch in diese Freundschaftszone führt, ist, wenn du kaum Frauen kennenlernst. Ja, wenn du wenig Frauen kennenlernst, dann möchtest du es mit dieser einen speziellen Frau nicht verderben und machst deswegen vielleicht extra vorsichtig, und schwupps, bist du in der Freundschaftszone. Deswegen sage ich dir immer, lerne Frauen kennenzulernen. Und wenn du da Probleme mit hast, dann kann ich dich dabei unterstützen, dann kannst du vielleicht ein Coaching bei mir machen, wenn du dafür geeignet bist. Kannst du mal schauen, im zweiten Link in der Beschreibung kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du da Unterstützung brauchst. Also, das Ding ist, wenn du regelmäßig Frauen kennenlernst, ja, wenn du diese Fähigkeit hast, dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass du in die Freundschaftszone kommst, weil du dann erstens direkt ausdrückst, was du willst, und zweitens auch keine Angst mehr hast, die Frau zu verlieren, weil du ganz genau weißt, hey, da gibt es ja noch ganz viele andere Frauen da draußen. Ja, ich sage das immer wieder, aber wenn ich rausgehe und eine Frau anspreche, oder ich sag mal, wenn ich rausgehe und mir 2 Stunden Zeit nehme, dann kann ich in dieser Zeit, wenn ich es darauf anlege, 20 neue Frauen kennenlernen. Das ist ein absoluter Luxus, und ich weiß, ich bin auf keine von diesen Frauen übermäßig angewiesen, denn innerhalb von kurzer Zeit kann ich die nächste Frau kennenlernen. Das kostet mich nichts außer Zeit und ein bisschen Überwindung. Ja, und ja, das war es eigentlich schon. Das ist das Einzige, was es mich kostet, und das ist auch das Einzige, was es dich kostet. Und du
kommst halt in die Freundschaftszone, indem du nicht klar sagst, was du von der Frau willst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße anspreche, dann weiß die Frau nach 5 Minuten spätestens, dass sie mir gefällt und dass ich sie näher kennenlernen will. Und das als Mann und nicht einfach nur als Freund. Ja, und wenn Frauen das missverstehen und zum Beispiel sagen, hey, ja, ich finde dich auch ganz nett, aber ich habe einen Freund, also wenn das kein Problem ist, und dann sage ich, natürlich ist das ein Problem, so, ich bin an dir als Frau interessiert, nicht an dir als Freundin in dem Moment. Und das heißt, du musst einfach lernen, und das ist das Grundproblem der meisten Männer mit diesem Freundschaftszonenproblem, du musst einfach lernen, dich klar auszudrücken und zu sagen, was du willst. Und das lernst du am allerbesten, indem du Frauen kennenlernst, Frauen zum Beispiel im Alltag ansprichst und dort einfach mal direkt ausdrückst, was du willst. So einfach ist das. Jetzt nehmen wir mal an, du bist bereits in der Freundschaftszone und jetzt möchtest du wieder aus der Freundschaftszone rauskommen. Das Erste, was ich den Männern immer empfehle, ist, lerne Frauen im Alter kennenzulernen, damit du erstmal zukünftig nicht mehr mit diesem Freundschaftszonenproblem konfrontiert bist. Und das ist also das Erste, was du machen solltest. Das hilft dir aber in dieser Situation nicht, weil du willst ja aus einer aktuellen Freundschaftszone raus, in der du drin bist. Und was ich dazu immer sage ist, du musst Folgendes verstehen. Schau. Du hast angefangen und warst mit dieser Frau befreundet. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr kennt euch jetzt seit, weiß nicht, sagen wir 4 Jahren. Es gibt Männer, die kennen die Frauen noch länger. Es gibt Männer, die kennen die Frauen nicht ganz so lange. Ja, 1 bis 10 Jahre, ist ja auch egal. Also nehmen wir an, ihr seid bereits seit einiger Zeit befreundet. Und was du verstehen musst, ist, dass der Charakter einer Beziehung sich relativ schnell festlegt. Das heißt, wenn ihr einen Monat befreundet seid, dann seid ihr halt in ihren Augen Freunde, gute Freunde. Und von guten Freunden aus zu Liebhabern ist das ein relativ großer Sprung. Wenn du eine Frau neu kennenlernst und dann wird sofort klar, okay, das hier ist entweder etwas, ja, Date-mäßiges, Flirt-mäßiges oder halt gar nichts, dann ist es halt nicht komisch, wenn es auch in diese Richtung geht, weil es von Anfang an klar war. Aber wenn sich eine Beziehung bereits etabliert hat, dann ist es halt sehr, sehr seltsam. Ja, ein anderes Beispiel, nehmen wir mal an, deine Mutter erzählt dir auf einmal, dass sie in dich verliebt ist und mit dir zusammen sein möchte. Ja, und für 50 Jahre oder für 30 Jahre war sie deine Mutter und jetzt möchte sie auf einmal mit dir zusammen sein. Das ist natürlich ein riesiger Break in diesem ganz normalen Beziehungspattern, in dieser ganz normalen Beziehungsebene, die bis jetzt bestanden hat. Sie war deine Mutter, du warst ihr Sohn. Ihr seid beste Freunde. Ja? Und wenn du jetzt auf einmal sagst, oh mein Gott, ich liebe dich oder so, und so machen es die meisten Männer, die sagen, nein, ich muss dir was sagen, ich habe mich in dich verliebt, ich liebe dich. Ja, dann hast du diese ganze Freundschaft über mehrere Jahre und du machst so einen richtig krassen Break, so krack, von einem Tag auf den anderen und sagst, von einem Tag auf den anderen muss sich hier alles verändern, ich bin in dich verliebt und sofort verändert sich diese ganze Dynamik in der Freundschaft. Und meistens sorgt das dafür, dass die Freundschaft dann zu Bruch geht und du auch mit der Frau nicht zusammenkommst. Ja, unter Umständen kann es natürlich sein, dass auch die Frau sich in dich verliebt hat. Das kann natürlich auch so sein. Was ich deswegen immer empfehle, um aus der Freundschaftszone rauszukommen, ist, dass du ganz langsam immer mehr flirtest. Ja, das heißt, fang ganz langsam an. Flirte ein bisschen mit der Frau, neck sie ein bisschen, mach ein bisschen Push and Pull, berühre sie ein bisschen und schau einfach mal, wie sie darauf reagiert. Und wenn du merkst, sie reagiert da neutral drauf oder sie reagiert da sogar positiv drauf, dann kannst du es weiter eskalieren auf das nächste Level. Ja, dann kann deine Berührung intimer werden, dann kannst du mehr flirten, kannst sie ein bisschen mehr necken und so steigerst du das Ganze eben so weit, bis es zu dem Punkt kommt, dass es einfach passiert ist und ihr euch zum Beispiel küsst oder miteinander schlaft. Aber das sollte eben nicht von heute auf morgen passieren, sondern das sollte über die Zeit passieren, ganz langsam und geschmeidig, sodass die Frau sich auch an diese neue Art eurer Beziehung gewöhnen kann. Ja, so kann die Frau sich dran gewöhnen von, wir sind beste Freunde zu, ist da vielleicht mehr? Aber die Frau muss sich erstmal diese Frage stellen, ist da vielleicht mehr? Bevor sie von einem Tag auf den anderen entscheidet, sie ist auch in dich verliebt. Das heißt, aus der Freundschaftszone rauszukommen, ist tatsächlich schon nicht so einfach und je länger du mit der Frau befreundet bist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich und deswegen ist es so wichtig, dass du es in Zukunft anders machst. Wenn du jetzt mit der Frau flirtest, wenn du anfängst, sie zu berühren, sie ein bisschen zu necken, so ein bisschen Push and Pull mit der Frau zu machen und du merkst, sie geht nicht darauf ein, dann kannst du davon ausgehen, dass sie einfach kein Interesse hat an mehr und dann würde ich dir empfehlen, dass du das Ganze einfach auf einer Freundschaftsebene belässt. Außer du merkst, okay, entweder ich komme mit ihr zusammen oder ich will auch nicht mehr mit ihr befreundet sein. Ja, aber ansonsten belass es einfach auf einer Freundschaftsebene. Du hast ja eine gute Freundschaft.
Bleib einfach dabei, genieß die Freundschaft, wenn das das ist, was du willst, und sorg dafür, dass du mit zukünftigen Frauen nicht wieder in der Freundschaftszone landest, sondern lern dich wirklich klar und direkt auszudrücken. Ist übrigens auch eine Sache, die ich dir im Webinar nochmal mitgeben werde. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich kostenlos anmelden. Also, wie gesagt, das Problem bei der Freundschaftszone ist, dass du nicht klar ausdrückst, was du willst. Und wenn du jetzt rauskommen möchtest aus einer bereits bestehenden Freundschaftszonen-Situation, dann mach das ganz langsam. Guck erstmal, wie reagiert die Frau auf meine Flirtversuche? Positiv oder eher negativ? Und geh dann langsam immer näher an den Punkt, dass sie dann merkt, oh, und sich Gedanken darüber macht, vielleicht ist das ja doch mehr mit diesem Typen als nur Freundschaft. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir die gerne in die Kommentare stellen und dann mache ich vielleicht ein Video daraus, wenn die Frage für alle interessant ist. Ansonsten kannst du hier unten den Channel abonnieren. Da kannst du dir die gratis Anziehungsschalter runterladen, in denen ich dir zeige, was anziehend auf Frauen wirkt. Das ist ein kleines E-Book, gibt es gratis für dich. Dort unten in der Ecke. Da oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder und ich freue mich, dich dann wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.